Stefan Jonas aus Kaunas, wie gesagt, beziehungsweise USA. Wie schon Nicolette, Amy House und Aidas Reiklis. In den Jahren der Globalisierung verschwimmt das eh alles. Das ist richtig, zumal es eben wirklich in solchen Ländern, in solchen kleinen Ländern schwierig ist, dann wirklich Partner auf demselben Niveau zu finden. Siehe Deutschland. Siehe Deutschland. Es ist kein so kleines Land. Ja. Dazu später. Da gab es dieselben Probleme. Die beiden sollten schaffen, sich für das große Finale zu qualifizieren. Catherine Copelli und Davidas Stiagniunas sind zwar beim gleichen Club wie Nicolette Amy House und Aidas Reiklis, aber rein trainermäßig gesehen scheint es da keine Verbindung zu geben. Nein, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Die beiden trainieren auch in Amerika, sicherlich hauptsächlich, denn Elena Garanina, die Trainerin, ist ja in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässig. Auch hier, wenn es nochmal in der Zeitlupe gab, es Schwierigkeiten bei der Twizzle-Sequenz, ähnlich wie bei den Weißrussen zuvor. Das ist auch sicherlich einer der Knackpunkte für die meisten Paare. Henrik, ich unterbricht dich natürlich sehr ungern, aber in diesem Falle passt es gerade. Es gibt so Anfragen, die Leute wollen wissen, was ist eine Twizzle-Sequenz? Woher Twizzle, kommt der Ausdruck Twizzle, was ist das? Das ist eigentlich eine Pirouette in Bewegung. Das ist, je nachdem, 2, 3, 4 Umdrehungen auf einem Fuß, aber übers Eis wandernd. Also praktisch eine Pirouette in Bewegung. Ja, ich glaube, das ist die beste Erklärung, die halt von beiden Partnern synchron ausgeführt werden muss. Noch Fragen? Liebe Eiskunstlauffreunde, keine. Das freut mich. Wenn Sie noch welche haben, Sie können gerne sich an uns wenden. Per E-Mail, logischerweise. Genau. Und Sie sehen, Sie werden ausführlichst informiert. So, wichtig natürlich jetzt auch klar die Bewertung. Es geht ja da doch auch noch schon ein bisschen darum, sich zu qualifizieren für die
besten 24. Es sind nur 27 am Start gewesen, also 3 erwischt. Prag momentan, oder pardon, Warschau, wie komme ich auf Prag? Warschau momentan versinkt natürlich auch im Schnee. Das heißt also, Städtetouren sind jetzt auch nicht unbedingt angesagt. Wäre schön, wenn man im Wettbewerb bliebe. Ja. Ich denke, da sollten die beiden keine Probleme haben. Ich fand den Originaltanz, abgesehen von dem Fehler, ganz gut gelungen. So ein bisschen Probleme hatte ich mit der Musik im letzten Teil. Das war auch so ein bisschen nur entfernt verwandt mit dem Tango. Naja, bitte, es ist der zweite Platz. Ja. Grünberg Rand, die als erste ran mussten, haben bis dato immer noch die Führung. Und wie der Hendrik das am Anfang schon sagte, sie waren bis dato auch wirklich die, die mit dem Tango wohl auch am besten zurechtkamen. Zweiter Platz für Copelli. Der Gnulat. Der